Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe mir gedacht, wir fangen mit einem kleinen Experiment an, weil ja, wir haben extra gesagt, bitte die Sessel ganz eng stellen und so weiter. Ich würde Sie bitten, dass Sie so Ihren rechten Fuß, so gut es geht, kreisen lassen. Sie können dabei sitzen bleiben und so im Uhrzeigersinn kreisen lassen. Dann mit einer Hand und dem Zeigefinger so nach vorne zeigen, so am besten zu mir, genau. Und der Fuß kreist weiter und malen Sie mal eine große 6 in die Luft. Und schauen Sie mal, was mit dem Fuß passiert. Oh je. Der Gedanke wirkt. Dankeschön. Und diese Studie beschäftigt sich mit einem Hormon, das nennt man Ghrelin. Dieses Hormon, man könnte auch Hungerhormon dazu sagen, wird im Magen produziert, wenn der Magen leer ist, sprich wenn man schon länger nichts gegessen hat. Und erzeugt dann im Gehirn ein Hungergefühl. Und man hat dann sich dieses Ghrelin angeschaut bei zwei Gruppen von Personen. Beide Personen haben einen Milchshake bekommen, und zwar ein und denselben. Nur der einen Gruppe hat man gesagt, das ist ein Diät-Milchshake und ihn auch so beschriftet, niedrigkalorisch, kaum Zucker, kaum Fett. Und die andere Gruppe hat einen Genuss-Milchshake bekommen, hochkalorisch, und hat dann das Ghrelin gemessen. Und was da rausgekommen ist, das ist ein echter Hammer. Bei der Gruppe mit dem hochkalorischen Milchshake war das Ghrelin um den Faktor 3 niedriger, um 300% stärker gesenkt. Alleine durch die Überzeugung, den Glauben, ich nehme da was Hochkalorisches zu mir. Und das bedeutet, Placebo-Effekte finden nicht nur in der Medizin statt, sie sind in allen Bereichen unseres Lebens gegenwärtig. Und das bedeutet auch, dass Placebo-Effekte nicht allgemeine Entspannungsreaktionen sind, sondern hochspezifisch. Der Gedanke, den ich denke, den versucht das Gehirn auch umzusetzen im Körper. Wir gehen davon aus heutzutage, dass das Gehirn eine Art Prognosemaschine für die Zukunft ist und das, was es sich erwartet, auch tatsächlich versucht selber umzusetzen. Spannende Geschichte. Aber eigentlich kennen wir das auch aus dem Alltag, oder? Dass ein Gedanke zum Beispiel eine ganze Geschichte verändert. Bei Witzen, die Pointen zum Beispiel verändern. Kommt ein Mann zum Pfarrer, Punkti, Punkti, Punkti. Also soll ich es weiter erzählen, die Geschichte? Also kommt ein Mann zum Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Sagt der Pfarrer, heiraten Sie, der Mann. Lebe ich dann ewig? Nein, aber der Wunsch verschwindet. Und das ist es ja, was Sie alle, oder? Auch die Lebens- und Sozialberater, Herr Janisch und so weiter, ja tatsächlich tagtäglich wollen. Menschen verändern mit Pointen, mit neuen Gedanken von A nach B bringt. Ihnen fällt ein Name, ein Wort nicht ein. Und dann plötzlich unter der Dusche ist es da. Das Phänomen, das dahinter steckt, nennt sich Mind Wandering. Und ist so einer der vier Zustände der Mühelosigkeit, in denen unser Gehirn zu unserem Verbündeten wird. Zum Beispiel können wir mit Mindwandering auch um bis zu 11 Mal uns besser Dinge merken, wenn wir es als Lernpause einsetzen. Und ich habe mich die letzten Jahre auf eine Reise begeben, an deren Ende eben die wahrscheinlich größte Entdeckung meines Lebens steckt. Nämlich, dass der gemeinsame Nenner von allen Glückspilzen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ob die jetzt hochkreativ sind, leicht Neues lernen, rasch stimmige Entscheidungen treffen, den richtigen Partner anziehen oder im Job überzeugen, beruht auf dieser Fähigkeit, auf diese vier Hirnzustände zurückgreifen zu können. Und die tolle Nachricht ist, dass wir alle ein geniales Gehirn haben und wir alle mit der richtigen Gebrauchsanweisung auch die Erkenntnisse aus der Hirnforschung nutzen können. Und das ist meine Mission und ich hoffe, dass ich da so ein paar Aspekte weitergeben konnte und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.